4 Tage lang erleben wir Spitzensport. Wir fangen an. Das Wichtigste ist die 5-Stern-Tour, wo die weltbesten Pferde und Reiter sich hier am Rathausplatz duellieren werden. Dann haben wir von den Ponys die Dressur, die internationale Dressur-Ponys, wo wir Mannschaftseuropameisterin da haben, Silbermedaillen, Bronzemedaillengewinnerinnen aus Deutschland. Ich glaube, das wird super werden. Ganz neu im Programm bei uns ist die Working Equitation. Also wenn wir da jetzt reinblenden, ist es auf jeden Fall die komplett überdachten Tribünen für die Zuschauer. Der VIP-Bereich ist größer geworden und die Zelte stehen anders, in einer anderen Richtung hier. Die Reitfläche ist von der Größe her gleich groß. Und draußen im Backstage-Bereich ist der Abreitplatz noch größer geworden, um 20 Meter länger. Da werden die Reiter auch eine Freude haben. I think horse riding is, on my view, is probably the most complex sport because if you compare it like with motorsport, you know, motorsport is complicated. You know, a Formula One car is very complicated, but it is not complex. A horse has a mood, has a temper, and that makes it very, very delicate. The family of Liechtenstein already in the 16th century had a breeding in today's Czechoslovakia. And so there is a long tradition within our ownership. According to our rules, we invite the best 30 riders, but all the riders in the world would like to compete in our events. And I have to say that the level is fantastic. It's at the same level of the World Racing Games or the Olympic Games. I think it's fantastic. You cannot imagine the reaction of the spectators and the people who doesn't know Vienna when they come here. It's only one comment: wow.